Alles klar, Kinder? Aye, aye, Captain! Geht das nicht lauter? Aye, aye, Captain! Oh! Wer wohnt in der Ananas ganz tiefe Meer? SpongeBob, Schwammkopf! Saugstark und gelb und hoch ist und zwar sehr! SpongeBob, Schwammkopf! Wenn der Sinn nach Pazifisch im Blödsinn euch steht! SpongeBob, Schwammkopf! Dann schwingt euch an Deck und kommt ja nicht zu spät! SpongeBob, Schwammkopf! Und alle! SpongeBob, Schwammkopf! SpongeBob, Schwammkopf! SpongeBob, Schwammkopf! SpongeBob, Schwammkopf! Wir sind hier in Bikini Bottom. Das ist eine Kleinstadt ganz tief in der pazifischen Tiefsee. Hier wimmelt es vor Leben. Und hier ist eines meiner Lieblingslebewesen zu Hause. SpongeBob Schwammkopf. Und wie der Name schon sagt, ist er ein Tiefseeschwamm. Quadratisch, praktisch, gelb. Was? Ja, natürlich wohnt er in einer Ananas, ihr Dummerchen. Sandy Cheeks fährt ein paar Tage in Urlaub und bittet SpongeBob und Patrick, auf ihre Haustiere Acht zu geben. Eine Acht geben? Soll ich ihnen denn kein Futter geben? Vielleicht hätte sie doch besser jemand anders gefragt. Jedenfalls sind die beiden jetzt in Sandys Kuppel, um sich alles erklären zu lassen. Das mit den Tieren und dem Futter und so. Patrick sieht einen Vogel, der vor ihnen auf einem Ast sitzt und pfeift ihn gekonnt an. Ich hab gar nicht gewusst, dass du die Vogelsprache kannst. Vogelsprache kann ich auch nicht, das war Italienisch. Da kommt Sandy und schleppt einen mächtig schweren Sack an, den sie den beiden vor die Füße wirft. Also Jungs, das ist Vogelfutter. Füttert ihn zweimal täglich. Den ganzen Sack? Nein, nur einen Becher voll. Sie zeigt auf einen Glaskasten mit einer Grille drin, die auf einem Zweig sitzt. Das hier ist meine Grille. Sie sagt dir gerade Hallo. Ist sie nicht süß? Leider spreche ich kein Italienisch. Tja, das war's dann soweit. Ich muss los. Wir sehen uns in ein paar Tagen, Jungs. Ciao, Sandy. Da sieht SpongeBob plötzlich ein Einmachglas. Warte, und was machen wir mit dem hier? Ach, das ist nur der kleine Wurmi. Der isst nicht viel. Patrick und SpongeBob starren gebannt das Glas an. Ein kleiner grüner Wurm kriecht einen Zweig hoch. Guck doch mal, Patrick, ist der nicht süß? Hey, kleines Würmchen. Itchigitchigugu. Die beiden haben sich sofort in Wurmi verliebt. Oh, guck doch, ist der Kleine nicht putzig? Hey, kleiner Kumpel. Jetzt wird erst einmal gespielt. Und zwar verstecken. SpongeBob ist dran mit Suchen. Er steht an einem Baum, hält sich die Augen zu und zählt. 999 und 1000. Bereit oder nicht, ich komme. SpongeBob dreht sich um. Direkt hinter ihm steht Patrick mit einem rot-weiß karierten Tuch über dem Kopf. Er denkt wohl, wenn er SpongeBob nicht sehen kann, kann der ihn auch nicht sehen. SpongeBob zieht mit Schwung das Tuch weg. So schnell gemeint. Jetzt suchen sie Wurmi. Der ist auch nicht viel besser als Patrick. Mitten auf der Wiese klettert er an dem einzigen Babybäumchen weit und breit herum. Wir haben dich! Jetzt muss Wurmi suchen. Patrick und SpongeBob verstecken sich hinter einem Baum und kichern. Und da ist Wurmi auch schon. Er hat uns gefunden! Das ist der Anfang einer wundervollen Freundschaft. Freunde sind Freunde für ewige Zeit. Es gibt nichts, was Freunde trennt. Sie halten zusammen, egal was passiert. Sie sind da, dafür sind Freunde da. Freunde da. Dafür sind Freunde da. Freunde da. Dafür sind Freunde da. Freunde da. Dafür sind Freunde da. SpongeBob und Patrick liegen mit Wurmi auf der Wiese und erholen sich von der anstrengenden Spielerei. Ach, das wäre wundervoll, wenn dieser Tag ewig dauern könnte. Ich weiß, was du meinst. Tage wie heute gibt es nur ein- oder zweimal im ganzen Leben. Ich habe jeden Moment genossen und das haben wir Wurmi zu verdanken. Er holt einen winzigen Orden aus seiner Tasche, auf dem bester Freund steht. Das habe ich für ihn gemacht, unseren neuen besten Freund. Bis morgen, neuer bester Freund. Nun muss Wurmi, geschmückt mit seinem Orden, wieder zurück in sein Glas.
Sei nicht traurig, kleines Würmchen. Wir sind gleich morgen früh wieder da und haben jede Menge Spaß. Warum muss an einem solch schönen Tag eigentlich die Sonne untergehen? Schlaf gut und bis morgen, Wurmi. SpongeBob und Patrick verlassen Sandys Kuppel und machen sich auf den Heimweg. Sei nicht traurig, Patrick. Es ist doch nur bis morgen. Doch in dieser Nacht passiert etwas. Der kleine Wurmi, der eigentlich kein Wurm, sondern eine Raupe ist, verwandelt sich erst in eine Puppe und daraus kriecht schließlich ein wunderschöner Schmetterling. Ob SpongeBob und Patrick wohl wissen, dass Raupen sich in Schmetterlinge verwandeln? Am nächsten Morgen... Ich komme gleich, Wurmi! Ich auch! Die beiden können es kaum erwarten, mit Wurmi zu spielen und rennen zu Sandys Kuppel. Und dann spielen wir Verstecken und dann malen wir und dann bauen wir ein Kartenhaus. Wie wär's mit Fang den Fisch? Wir sind da, Wurmi! 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 Wo ist Wurmi? Was ist das für ein Ding? Verständnislos betrachten die beiden den Schmetterling im Glas. Er muss doch hier drin sein. SpongeBob öffnet den Deckel und natürlich fliegt der Schmetterling sofort heraus. SpongeBob und Patrick suchen das Innere des Glases nach Wurmi ab. Ich glaube, mit Wurmi ist irgendwas Übles passiert. Er hat seinen besten Freund Orden dagelassen. Der Schmetterling flattert um seine beiden Freunde herum, die gar nicht begreifen, dass es eigentlich Wurmi ist. Er flattert ganz dicht an SpongeBobs Nase heran. Und so von ganz nahen kann sogar ein Schmetterling gefährlich aussehen. SpongeBob bekommt Angst. Schnell wird Deckung hinter einem Tisch gesucht und das Untier aus sicherer Entfernung beobachtet. Was ist das bloß? Weiß ich auch nicht. Aber egal, was es ist, das Untier hat Wurmi gefressen. Warum passiert mir sowas immer wieder? Los, Patrick, wir müssen schleunigst hier raus. Sie rennen Richtung Ausgang. Oh mein. Doch der Schmetterling sitzt inzwischen auf der Tür. Nein, das gibt es nicht. Der versperrt uns den Fluchtweg. Schnell huschen sie hinter den nächsten Baum. Und was machen wir nun? Wir sind hier gefangen mit diesem... besten Freundfresser. Nur keine Panik, wir müssen zusammenhalten. Vergiss nicht, wir sind zwei gegen einen. Stimmt's, Patrick? Doch da, wo Patrick eben noch saß, Patrick? Flattert jetzt der Falter. Ah, er hat Patrick gefressen! SpongeBob flieht in panischer Angst und macht einen Satz in die Tonne. Und da sitzt Gott sei Dank Patrick. Patrick, du lebst! Ach, wirklich? Wir können dieses schreckliche Monster nicht in Sandys Kuppel lassen, sonst frisst es ihre anderen Haustiere auch noch. Sonst frisst es ihre anderen Haustiere auch noch? Ja, oder es frisst Sandy. Wir müssen das Ding hier rausschaffen. Sie stellen dem Monster eine Falle. Patrick dient als Lockvogel, appetitlich angerichtet auf einer Platte, mit einem Apfel im Mund. Du siehst lecker aus. Jetzt bleib ganz ruhig und warte auf das Monster. Ich hol das Netz. Und da flattert der Schmetterling schon heran. SpongeBob, beeil dich mit dem Netz! Halte durch, ich bin gleich da! Ängstlich beobachtet Patrick, wie sich der Falter auf sein Hinterteil setzt. Ich schmeck längst nicht so lecker, wie ich aussehe. Jetzt ist der Schmetterling ganz dicht an Patricks Nase. Und wie gesagt, von so nahe sehen sie wirklich gefährlich aus. Doch Patrick fliegt vor lauter Angst durch SpongeBobs Fangnetz, zerreißt es und donnert gegen einen Baum. Ein kaputtes Netz eignet sich nicht mehr als Waffe gegen einen Schmetterling. Jetzt ist SpongeBob völlig wehrlos. Der Falter kommt näher. Oh nein, nicht mich fressen! Ich schmeck ganz schwammig, überhaupt nicht knackig! Kleinen Moment, ja? In seiner Verzweiflung greift SpongeBob zum letzten Mittel, das ihm noch bleibt, und bläst eine Seifenblase gegen das Untier. Ja! Es funktioniert. Der Schmetterling flattert, gefangen in der Blase, durch die offene Tür ins Freie. Schnell schließt Patrick die Tür hinter ihm. Wir haben's geschafft, alter Junge. Sandy wird so stolz auf uns sein. Wir haben das Monster aus ihrer Kuppel vertrieben. Und ihre anderen Tiere sind wieder sicher, weil diese schreckliche Scheusal nämlich... SpongeBob folgt mit seinen Augen dem Schmetterling vor der Glaskuppel. Direkt auf die große Krabbe zufliegt. Sie rennen dem Biest hinterher. Es nimmt den Vordereingang. Wir gehen durch den Geheimgang.
Sie kommen gleichzeitig mit dem Schmetterling in der großen Krabbe an. Thaddäus ist gerade dabei, ein Foto von Mr. Krabs mit einem Geldschein im Kassenboot zu machen. Die beiden ahnen nichts, als sich der Falter nähert. Okay, schön stillhalten. Gleich frisst es Thaddäus und Mr. Krabs. Unter Deck, Mr. Krabs! Sagen Sie Bargeld. Bargeld? SpongeBob und Patrick stürzen sich auf Mr. Krabs, um ihn zu beschützen. Was bitteschön war denn jetzt das? Wir schweben in Lebensgefahr. Da treibt sich ein Monster herum. Ist das ein zahlender Kunde? Oh nein, das Ding will keine Krabbenburger mit Pommes. Das Ding will Sie, und zwar roh. Ja, genauso wie Wurmi. Hä? Wurmi? Warum? Warum nur er? Warum noch so jung? Vergessen Wurmi. Naja, wenn dieses unwürdige Theater beendet ist, werfe ich mal einen Blick auf dieses Monster. Alle Augen im Kassenboot wenden sich Richtung Falter. Und das ist das Monster? Ganz schön gruselig, ja. Ein lebender Albtraum. Ich hätte es wissen müssen. Also gut, jetzt ist Schluss mit diesem unwürdigen Schauspiel. Nur weil ihr Leichtmatrosen sowas noch nie gesehen habt, ist es noch lange nicht gefährlich. Warum hören die bloß nicht auf uns? Ich kann nicht hinsehen. Mr. Krabs und Thaddäus nähern sich dem Falter, um sich das Ding genauer anzusehen. Patrick und SpongeBob bleiben im Kassenboot in sicherer Entfernung zurück. Das soll also das Gruselmonster sein, hä? Monster! Oh, es sieht ganz harmlos aus. Ja, richtig putzig. Es erinnert mich an Geld. Monsterchen! Jetzt sind Thaddäus und Krabs ganz dicht am Schmetterling. Und wie schon erwähnt, so nahe sieht so ein Falter wirklich gefährlich aus. Thaddäus? Mr. Krabs? Vorsichtig wagen sie einen Blick über den Bootsrand. Thaddäus und Mr. Krabs sind weg. Es hat sie gefressen und da fliegt es. Erst unseren Wurmi, dann Thaddäus und Mr. Krabs. Dieses Flattermonster hat drei Freunde zu viel gefressen. Die Bürger müssen es wissen, das Grauen bedroht uns. Das Schicksal von Bikini Bottom liegt in unseren Händen. An die Front! Oi, Captain! In der Innenstadt von Bikini Bottom mischen sich die beiden und das Volk. Also pass auf, das ist eine sehr heikle Situation. Wir müssen mit viel Fingerspitzengefühl an die Sache rangehen. Kapiert. Schnell, rennt alle weg, das Monster ist hinter euch her! Unsere Helden mit dem Fingerspitzengefühl wollen das Volk von Bikini Bottom warnen. Und sie leisten ganze Arbeit. Sie hängen Warnplakate mit dem Bild des gefährlichen Monsters auf, machen Lautsprecherdurchsagen. Das ist eine Warnung, ein fliegendes Monster will euch fressen! Und lassen nichts unversucht, jeden einzelnen Einwohner über die Schrecken des Untiers aufzuklären. Und sie haben Erfolg damit. Panik macht sich breit. Die Fische fliehen. Und inzwischen brennt es auch an der einen oder anderen Ecke. Wir haben es geschafft, mein Freund. Wir haben die Stadt gerettet. Stell dir nur vor, was passiert wäre, wenn wir nicht allen von dem Monster erzählt hätten. Von dem was? Bevor SpongeBob antworten kann, kommt das Monster schon wieder angeflattert. Alles flieht in panischer Angst. Inzwischen sieht die Stadt aus wie nach einem Bombenangriff. Die Bewohner haben sich versteckt und lose Blätter wehen durch die Straßen. Ist das das Ende von Bikini Bottom? Da kommt der Bus angefahren und Sandy steigt aus. Hä? Oh weia! Sieht aus, als ob hier ein Tornado getobt hätte. Wo sind denn die ganzen Leute? Plötzlich sieht sie den Schmetterling, der einsam durch die Gassen flattert. Hallo, Wurmi! Du solltest dich doch erst entpuppen, wenn ich wieder da bin. Sie steckt ihn in ein Glas. Schön rein mit dir, mein Kleiner. Und kaum ist der Deckel drauf, kommen alle Fische aus ihren Löchern und jubeln ihr zu. Howdy, SpongeBob! Sie hat das Monster gefangen! Ich hätte nie gedacht, dass ihr mich so vermisst. Vielleicht sollte ich öfter ein paar Tage wegfahren. Tja, es kann ganz schön verwirrend sein, wenn sich etwas plötzlich als etwas ganz anderes entpuppt.
Aber gleich geht's weit weniger wirr weiter mit SpongeBob Schwammkopf. Wir befinden uns in der gästelosen und gähnend leeren Krossen Krabbe. SpongeBob kämpft mit dem Staubwedel unaufhörlich gegen Staub und Spinnweben, die sich mit der Zeit in dem Lokal breit gemacht haben. Auch Mr. Krabs hat Staub angesetzt und muss niesen. Schon 36 Tage ohne zahlende Kundschaft. Da kommt ein Fisch auf dem Bauch angekrochen. Er bleibt entkräftet auf der Türschwelle liegen. So viel Hunger. Da, Mr. Krabs, ein Gast. Nichts gegessen. 3 Tage lang. Halt durch, mein Freund. Essen ist unterwegs. Hey, Sie haben doch Geld, oder? Ja. SpongeBob bringt dem Herrn was zu essen, bevor er den Kiel nach oben legt. Schon kommt SpongeBob mit einem Tablett, auf dem einer der legendären Krabbenburger der Krossen Krabbe liegt. Ein Getränk ist auch dabei. Bitte sehr, Sir. Krabbenburger, hä? Die besten im Ozean. Ja, sicher. Aber gutes Essen allein reicht heutzutage nicht. Sehen Sie sich das an. Was will uns denn diese Deko sagen? Mr. Krabs und der Fisch betrachten sich den Innenraum der Krossen Krabbe. Ein spinnwebenbehangenes Boot als Tresen mit dem mies gelaunten Thaddäus an der Kasse. Auf den Türen sind Anker aufgemalt und die Fenster sind schmuddelige Bullaugen. Dass wir unter Wasser sind? Meine Fresse. Der Fisch wendet sich ab und sucht weiter nach einem schönen Lokal. Hunger, Durst, Atmosphäre. Niemand geht essen wegen irgendeiner Atmosphäre, sondern wegen der Burger. Ruft Mr. Krabs dem wegkriechenden Fisch hinterher und sieht, wie sich 2 weitere potenzielle Gäste draußen vor der Krossen Krabbe unterhalten. Hallo, Tommy. Hey, Fred, gehst du in die Krossen Krabbe? Nee, ich gehe in die miese Muschel. Da haben sie einen sprechenden Hund. Klasse. Was ist denn ein Hund? Mr. Krabs ist verzweifelt. Das Geld hat weg. Ich muss mir auch sowas einfallen lassen, damit die Leute wieder hierher kommen. Moment, ich hab die Idee. Na, da sind wir ja gespannt und hören ihm erst mal zu. Und deshalb, meine Damen und Herren, essen Sie, trinken Sie, bezahlen Sie, während ich mich lebendig begrabe. Yeah! Mr. Krabs gräbt sich vor den Augen der jubelnden Menge ein. Aber nachfüllen kostet! Aber schon macht eine neue Sensation die Runde. Hey Leute, hört mal her! Der sprechende Hund in der miesen Muschel singt jetzt! Mir nach! So schnell, wie sich die Menge versammelt hatte, ist sie auch wieder weg. Mr. Krabs ist verzweifelt. Mr. Krabs, ich habe eine Idee. Was soll ich bloß tun? Wenn ich nicht bald eine Idee kriege, bin ich irgendwann pleite. Mr. Krabs, ich habe eine Idee. Warum bringt mich niemand auf eine Idee? Mr. Krabs, ich habe eine Idee. Großer Neptun im Himmel, ich brauche eine Idee. SpongeBob greift zur Harfe und singt sein Anliegen. Lieber Mr. Krabs, ich sage, ich habe eine Idee. Auf was zur Donnerwelle wartest du eigentlich? Sag sie mir. Ich bitte um volle Konzentration. Setzen Sie sich ruhig hin, denn es wird Sie sowieso vom Stuhl hauen, wenn Sie das sehen. Tada! SpongeBob zieht einen Teller mit einem giftgrünen Krabbenburger hinter seinem Rücken hervor. Kantiges Korallenriff! Der Burger ist verdorben! Mit einer eleganten Handbewegung wischt Mr. Krabs den vermeintlich verdorbenen Burger vom Teller und bearbeitet ihn mit einem Flammenwerfer. Aber dieser Burger ist nicht gefährlich. Er ist gefärbt. SpongeBob zaubert einen weiteren Teller hervor. Darauf liegen 6 Burger in verschiedenen Bonbonfarben, von knallgelb bis lila. Bunte Burger, erhältlich in 6 Farbtönen. Thaddäus, das musst du sehen. Sehen die Dinger nicht appetitlich aus? Leckerchen. SpongeBobs bahnbrechende Idee löst zwar Heiterkeit, aber nicht die erwartete Begeisterung aus. Er ist enttäuscht. Aber Mr. Krabs und Thaddäus fangen erst richtig an, sich über SpongeBobs Idee lustig zu machen. Und was noch? Milchshakes mit Pailletten dran. Pommes mit Fliege? Nein. Dem armen SpongeBob kommen die Tränen. Hör doch auf! Bunte Burger! Bunte Burger!
Ich weiß, dass das eine gute Idee ist. Euch zeig ich's. Ich mach mein eigenes Restaurant auf. SpongeBob rennt mit seinen bunten Burgern wütend aus der großen Krabbe. Na, wartet! SpongeBob geht sofort zu Patrick, um ihm sein Leid zu klagen. Hey, Patrick, bist du auch so wütend? Ja. Warum? Was ist los? Ich kann meine Stirn nicht sehen. Und was ist mit dir, Kumpel? Ich habe eine gute Idee, aber kann niemanden dafür begeistern. Ich auch. Patrick zieht eine Reißleine aus seiner Hose, die sich sofort aufplustert wie ein Schlauchboot. Patrick schwebt kopfüber im Wasser. Aufblasbare Hosen! Und was ist deine Idee? Ich mache ein neues Restaurant auf und verkaufe bunte Burger. SpongeBob zeigt ihm seine bunten Burger. Patrick lässt seine Hosen platzen. Vergiss meine blöde Idee, deine ist viel besser. Die beiden improvisieren sofort einen Verkaufsstand an der Straße. Bist du bereit für den großen Ansturm? Bald stehen hier alle, die Hunger haben, Schlange, denn wir haben seit einer Minute geöffnet. SpongeBob stellt ein Schild mit der Aufschrift geöffnet auf. Doch erstmal sind weit und breit keine Kunden zu sehen. Ich bin bereit. Stunden später. Keine Kundschaft in Sicht. Ich bin bereit. Das Leben ist ein langer, ruhiger Fluss. Ohne Kundschaft. Ich bin bereit. Oh Mann, wie lange sitzen wir denn schon hier? Patrick sieht auf seine Armbanduhr. Da muss ich erst ein paar neue Zahlen draufschreiben. Vielleicht hat Mr. Krabs ja doch recht. Und meine Idee ist wirklich doof. Hey, gibt's hier was zu essen? Der erste Gast. Endlich ist er da. Ja, Sir, wir haben bunte Burger. SpongeBob zeigt dem Gast einen giftgrünen Burger. Der ist ja grün! Grün! Der Gast lacht sich halb tot. Und auch Patrick amüsiert sich. Doch der arme SpongeBob ist am Boden zerstört. Mr. Krabs hat doch recht gehabt. Was fange ich jetzt bloß mit all den Dingern an? Er holt einen großen Teller mit vielen bunten Burgern raus und hält sie dem Gast vor die Nase. Hey, der eine ist ja lila. Lila ist meine Lieblingsfarbe. Der ist gar nicht schlecht. Hey Welt, bunte Burger sind die beste Idee überhaupt. Währenddessen sitzt Mr. Krabs deprimiert in der leeren, krossen Krabbe und sieht sich heulend seine Lieblings-Amöbenseifenoper im Fernsehen an. Das war früher, doch jetzt trenne ich mich von dir. Als plötzlich... Wir unterbrechen für eine wichtige Nachrichten-Sondersendung. Diese wild gewordene Menge hinter mir schreit nach der neuesten kulinarischen Sensation in Bikini Bottom. Hören wir mal rein. Bunte Burger! Mr. Krabs schwant Schlimmes. Bunte Burger? Oh. Die Beliebtheit der bunten Burger ist ja wohl offensichtlich. Aber was genau macht die Leute in Bikini Bottom so verrückt danach? Sie passen zu unseren Handtaschen! Ja, bunte Burger sind cool! Mr. Schwammkopf, wie erklären Sie sich diesen enormen Erfolg? SpongeBob ist überglücklich und vom Erfolg überwältigt. Ich weiß auch nicht. Mr. Krabs sitzt wütend vor seinem Fernseher. Wie kann man mit so einer dämlichen Idee bloß Geld verdienen? Wie kann man mit solch einer brillanten Idee nur kein Geld verdienen? Wir wussten gar nicht, was wir mit dem ganzen Geld machen sollen. Wir haben es vergraben, zerrissen und verbrannt. Das sind grausame Worte in den Ohren von Mr. Krabs. Sie bereiten körperliche Schmerzen. Aber schließlich haben wir beschlossen, es einfach zu verschenken. Ich glaub das einfach nicht. Ich muss das mit eigenen Augen sehen. Mr. Krabs rennt aus der krossen Krabbe. Und stößt kräftig an den letzten Fisch in einer Warteschlange, der direkt vor der Tür steht. Der Fisch ist sauer. Hey, pass mal auf, Kumpel. Hier will jeder einen bunten Burger. Und du stellst dich genauso an wie alle anderen. Bei mir haben sie nie angestanden. Doch bei SpongeBob laufen die Geschäfte blendend. Wer ist Nummer 46.853? Ich bin Nummer 46.853. Ich habe noch nie 46.853 Gäste gehabt. Hier bitte und immer schön bunt bleiben. Kleiner Scherz. Da sieht SpongeBob seinen ehemaligen Arbeitgeber. Hier, Mr. Krabs, hier bin ich.
Ist das nicht einfach unglaublich? Die bunten Burger sind ein Riesenerfolg. Tja, das kann man wohl sagen. Du machst das wirklich sehr gut, Mignon. Die große Krabbe hast du bestimmt inzwischen völlig vergessen. Nein, Sir, das habe ich nicht. Ehrlich gesagt vermisse ich sogar manchmal die alten Zeiten in der großen Krabbe. Oh, du vermisst bestimmt Thaddäus und den Grill und den Ausguck, hä? Ja, ja. Und wissen Sie, was ich am allermeisten vermisse? Dieses kleine Quietschgeräusch, wenn man zwei Gürkchen aneinander reibt. Wissen Sie, was ich meine, Mr. Krabs? Ja, natürlich. Weißt du, die große Krabbe ist ja nur einen Katzensprung entfernt. Schau doch einfach mal vorbei, wegen der alten Zeit. Ich kann jetzt nicht so einfach gehen, ich hab doch den Stand hier. Das ist kein Problem. Ich passe so lange für dich auf. Wirklich? Eigentlich habe ich eine bessere Idee. Ich nehme dir diesen alten Stand an der staubigen Straße ab. Und dafür, im Austausch, gebe ich dir die große Krabbe. Mit Thaddäus, dem Grill und den ganzen Quietschegürkchen. Was haben Sie da gerade gesagt? SpongeBob steht mit großen Augen und reichlich fassungslos da. Mr. Krabs gibt ihm den goldenen Schlüssel. Hier ist der Schlüssel für die große Krabbe. Sie gehört jetzt dir. Danke schön. Und was mache ich jetzt, Mr. Krabs? Geh zu ihr, Mignon. Sie wartet auf dich. Schaff dir zur großen Krabbe und zwar hurtig. Viel Glück, Matt! Das ist die Erfüllung meiner Träume. An der großen Krabbe angekommen, küsst SpongeBob das Dach und den Boden und freut sich ausgiebig. Zurück zu Mr. Krabs am Straßenstand. Meine Damen und Herren, die bunten Burger gibt es jetzt unter neuer Leitung. Wer ist dran? An diesem Tag verkauft Mr. Krabs sehr viele bunte Burger. Und am nächsten Morgen? Ich bin bereit zum Abkassieren. Steht da auch schon wieder die zahlreiche, heute etwas finster dreinblickende Kundschaft. Willkommen bei Bunte Burger. Darf ich Ihnen Ihr Geld abnehmen? Wir wollen Entschädigung, Krabs. Einfach so, was? Wegen Ihren blöden Burgern ist mein Gesicht jetzt lila. Das stimmt. Sein Gesicht hat die Farbe einer Pflaume. Und unsere Zungen! Auch die anderen Kunden beschweren sich über zum Teil recht massive Verfärbungen an verschiedenen Körperteilen. Wir wollen unser Geld zurück. Wir 46.582 Kunden. Hey, wo ist er hin? Mr. Krabs hat sich in dem Chaos aus dem Staub gemacht. Die Meute hetzt ihn hinterher. Er flieht zur großen Krabbe. Doch die Tür ist verschlossen. Mein Schlüssel! Wo ist mein Schlüssel? SpongeBob, lass mich rein! SpongeBob steht in der großen Krabbe und lauscht verzückt dem Quietschgeräusch von aneinandergeriebenen Würzen. Da kann Mr. Krabs schreien, wie er will. SpongeBob hört ihn nicht. Jetzt rennt er also um die große Krabbe, gejagt von dem bunten und wütenden Mob. Aber das wird er schon überstehen. SpongeBob wird ihn irgendwann hereinlassen, denn was wäre die große Krabbe ohne ihren geizigen Chef? Aber jetzt muss Mr. Krabs noch ein wenig laufen, bis es dann weitergeht mit SpongeBob Schwammkopf. Es ist ein besonders schöner Tag in Bikini Bottom, denn SpongeBob will seine Oma besuchen, um sich ordentlich verwöhnen zu lassen. Auf dem Hügel vor ihrem Haus bleibt er erstmal stehen und lässt den schönen Anblick auf sich wirken. Da ist es ja, Omas Haus. Welche Wunder erwarten mich wohl heute? Frisch gebackene Kekse? Eine Geschichte? Ein Pullover mit Liebe in jeder Masche? Oh, worauf warte ich eigentlich noch? SpongeBob rennt den Hügel hinunter, seinem Glück entgegen. Oma, Oma, Oma! SpongeBob! Hallo, Oma! Natürlich geht es gleich in die Küche. Komm herein und setz dich erstmal. Nimm dir einen Keks, mein Kleiner. Oma, du machst die besten Kekse im ganzen Ozean. SpongeBob sitzt auf der Armlehne von Omas Schaukelstuhl und schlägt den Löffel ab, während sie ihm eine Geschichte erzählt. Und
dann haben wir die Fenster runtergekurbelt und sind in der klirrenden Kälte nach Hause gefahren. Ich will noch mal eine Babygeschichte von mir hören, Oma. 3 Uhr schon. Ich komme zu spät zur Arbeit. Schnell, hüpf ins Auto, ich bring dich hin. SpongeBob springt aus dem Auto und rennt zur großen Krabbe. Danke, Oma. SpongeBob, du kriegst noch dein Kussi-Kussi. Oh ja, ganz vergessen. Omas Kuss hinterlässt einen großen rosa Kussmund auf SpongeBobs Stirn. Tschüss und danke fürs Herbringen. Thaddäus hält SpongeBob breit grinsend die Tür auf. Danke, Thaddäus. Auch die Gäste scheinen sich gut zu amüsieren. Ach, ist das schön. Heute haben wohl alle gute Laune. Ich zerstöre dir ja nur zu gerne deine Illusion. Die Leute da lachen dich nicht an, die lachen dich aus. Hab ich was Komisches gemacht? Deine Stirn. Einer der Gäste mischt sich ein. Was ist an meiner Stirn komisch? Hey, hey, Omas Liebling. Knutschi, 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 knutsch. Moment. Was soll das? Das ist doch nicht schlimm, wenn man ein Küsschen von seiner Oma kriegt. Nein, vor allem nicht, wenn man ein großes Baby ist, das in die Hosen macht. Und am Daumen lutscht und mit Puppen spielt und Schlafanzüge mit Bettsocken anhat und seine Schmusedecke mit sich rumschleppt und... Jetzt reicht's aber! Thaddäus tut so, als wolle er SpongeBob trösten. Ach, mach dir doch nichts draus, mein Junge. Ich kenne jemanden, der dich trotzdem noch mag. Sagst du mir, wer das ist? Ja, deine Oma! Während ihn alle auslachen, versucht SpongeBob, den Lippenstift von Oma mit dem Handrücken wegzuwischen. Hört auf! Ich lasse mich nicht länger in aller Öffentlichkeit demütigen! Der in aller Öffentlichkeit gedemütigte SpongeBob rennt heulend aus der großen Krabbe und direkt nach Hause, wo er Patrick sein Leid klagt. Es tut mir aber wirklich leid für dich. Mir auch. Du bist der erwachsenste Schwamm, den ich kenne. Danke, Patrick. Du weißt doch, wie Großmütter sind. Die lieben Babys. Also darfst du dich einfach nicht wie ein Baby benehmen. Das stimmt, du hast recht. Du bist jetzt ein Mann, SpongeBob. Und es wird Zeit, dass du dich auch wie einer benimmst. Ja! Oh, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie das geht. Darf ich dir das mal eben demonstrieren? Erstens, streck deine Brust raus! SpongeBob bläst sich mächtig auf. Und jetzt sag Steuererklärung! Steuererklärung! So, und jetzt brauchst du noch eine gewisse Vorliebe für Free Jazz. Patrick und SpongeBob lauschen mit furchtbar ernsten und erwachsenen Mienen dem unglaublich virtuosen Klängen. Okay, SpongeBob, du bist bereit! Auf geht's zu Oma. Auf dem Hügel wird nochmal alles durchgesprochen. Wir sind da. Und was sagst du jetzt zu deiner Großmutter? Ich bin erwachsen. Und zwar ohne Wenn und Aber. Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Und dann schleißt du dich hinter sie und ich schub's. Moment, das war nicht abgemacht. Ach ja, richtig. Jetzt fehlt nur noch das Sahnehäubchen auf dem Kuchen der Reife. SpongeBob zieht ein kunstvoll beschlagenes Rosenholzkästchen hervor und betrachtet mit glänzenden Augen den Inhalt. Seit Jahren habe ich sie gehegt und gepflegt. Es sind 4 gekräuselte Haarbüsche. Jeder der beiden nimmt sich 2 und klebt sie sich an. Wow, Koteletten! Jetzt sehen sie richtig erwachsen aus und klopfen an Omas Tür. Oh, hallo SpongeBob, was für eine nette Überraschung. Na komm her und gib deiner Oma ihr Kussi-Kussi. Oma beugt sich bedrohlich nach vorne und will SpongeBob einen ihrer berüchtigten Küsse aufdrücken. Doch der zieht schnell einen Schutzhelm mit Visier an und kann die Katastrophe abwenden. Tut mir leid, Großmutter, aber die Küsserei muss aufhören. Genau, sag ihr endlich, was Sache ist und keine Babyblödeleien mehr, klar? Er hat recht, Großmutter. Küsse sind was für Babys und das bin ich nicht mehr. Ich bin groß geworden, das ist der Lauf der Dinge. Oma reagiert sehr verständnisvoll. Oh, du hast ja vollkommen recht. Wirklich? Ich meine, natürlich, was sonst? Du wirst hier in diesem Hause ganz bestimmt nie wieder wie ein Baby behandelt werden. Ich bin froh, dass du das auch so siehst, Großmutter. Gut, schön, dass das geklärt ist. Aber was mache ich jetzt nur mit den ganzen frisch gebackenen Keksen hier? Wir Erwachsenen beteiligen uns nicht mehr am Verzehr von Süßigkeiten. Stimmt's, Patrick? Natürlich stimmt das nicht.
Während SpongeBob große Erwachsenenreden geschwungen hat, ist Patrick zusammen mit Oma und den Keksen im Haus verschwunden und lässt sich inzwischen schon den ersten Nachschlag bringen. Immer her damit, Omilein. SpongeBob sieht die beiden durch das Fenster. So viel zu, kein Babygeblödel mehr. Und jetzt fehlt nur noch der Kekse-Esserhut. Das ist mein Kekse-Esserhut. Zumindest war er das, als ich ein Baby war. SpongeBob muss eingreifen und klopft an die Tür. Ja, wer ist denn da? Das ist ja mein erwachsener Enkelsohn. Großmutter, ich muss dringend eine Unterhaltung unter Männern mit Herrn Patrick führen. In der Küche knöpft er sich den keksemampfenden Patrick vor. Sag mal, was soll denn das? Kekse, warme Milch, ein Latz. Und ist das ein Kussabdruck auf deiner Stirn? Mann, wir sind doch erwachsen. Oh, keine Schimpfe, wenn das Bäuchlein voll ist. Und wer ist das Baby? Ich bin Baby. Erwachsen sein ist langweilig. Ich bin gern ein Baby. Und überhaupt, ich stehe nicht auf Jazz. Oh, armer Patrick. Eigentlich tust du mir fast leid. Für immer stehen geblieben in der Hosenmatzphase, ohne die Chance, die Segnungen des Erwachsenseins zu genießen. Hier ist ein frischer Teller mit Keksen. Wunderbar. SpongeBob sieht die Kekse sehnsüchtig an und Patrick greift mit beiden Händen zu. Segnung, hä? Na klar, da gibt's... Patrick schlingt und SpongeBob muss zusehen. Wie war das noch? Also zum Beispiel den Jazz. So, Oma, ich bin voll. Doch das lässt Oma nicht gelten. Frische Kekse. Patrick formt seinen Mund zu einem Staubsaugerschlauch und saugt alles weg. Bis auf einen Keks, der vor SpongeBob liegen bleibt. Für mich wird's Zeit zum Mittagessen. Auch Erwachsene müssen was zu sich nehmen. Ich glaube, das wird wohl reichen. SpongeBob will sich den Keks nehmen. Doch Oma ist schneller. Ach, du magst doch dieses Babyfutter nicht. Und schnappt ihn vor SpongeBobs Nase weg. Wie wär's mit einem Stück gedämpfter Koralle? Oh ja, lecker. SpongeBob beißt missmutig in die gesunde Meeresfrucht. Sehr nahrhaft. Und jetzt die Geschichte. Oh ja, Geschichte. Patrick rennt zu Oma ins Wohnzimmer, während SpongeBob traurig hinterherblickt. Geschichte? Das wird dir gefallen, Patrick. Es ist eine wunderbare Geschichte über einen Unterwasserkobold. SpongeBob ist auch ins Wohnzimmer gekommen. Ach, SpongeBob, du findest dieses Babybuch doch sicher langweilig. Sie wirft ihm ein sehr dickes, also wirklich unglaublich dickes Buch hin. Hier hast du das Handbuch über technische Wartungsarbeiten. Oh, klasse. Ja, faszinierend. Keine Bilder, ja, so mag ich das. Da beißt sich Patrick beim gierigen Kekseverschlingen auf den Finger. Oh, mein Mittelfinger macht Aua. Ach, schön stillhalten. Oma gibt dem verletzten Finger einen dicken Kuss. Übrigens wurde dieses Verhalten bei Omas schon oft beobachtet. Schon besser? Der ja, aber der Finger tut mir auch noch ein bisschen weh. Eifersüchtig beobachtet SpongeBob diese rührende Szene. Wie wär's mit einem Geschenk zum Trost? Oh Junge, hoffentlich sind das Kekse. Patrick zerreißt die Verpackung und holt einen der von SpongeBob so geliebten Pullover heraus. Oh toll, noch ein Hut. Er setzt sich den Pullover auf den Kopf. Nein, Patrick, das ist doch ein Pullover. Mit Liebe in jeder Masche. Nein. SpongeBob kann es kaum ertragen. Bekomme ich denn kein Geschenk, Oma? Oh, das hätte ich fast vergessen. Hier sind ein paar Büroartikel. Sie drückt dem verblüfften SpongeBob einen Haufen Büroartikel in die Hand. Darunter eine Schere, Stifte, Hefter, solche langweiligen Sachen halt. Ich habe sie nicht extra eingepackt, aber das macht dir doch nichts aus, oder? Oh je, 3 Uhr schon. Erwachsene müssen jetzt arbeiten. Wiedersehen, SpongeBob. Und du möchtest sicher ein kleines Nickerchen machen, Patrick. SpongeBob steht da mit seinen Büroartikeln und rührt sich nicht. Er sieht ziemlich traurig aus. Immer noch hier, SpongeBob? Ich muss jetzt noch nicht gehen. Ich kann auch später zur Arbeit.
Na, na, na. Aber Erwachsene tun so etwas doch nicht. Oma deckt Patrick, der auf der Couch liegt, zärtlich mit einer Decke zu. Also gut, dann werde ich jetzt gehen. Ich habe noch eine Menge Erwachsenengeschäfte zu erledigen. Wir sehen uns dann. Gut. SpongeBob geht Richtung Tür. Danke für den Besuch, SpongeBob. Yep, tja, also, dann geh ich mal. Komm bald wieder, wenn du Zeit hast. SpongeBob steht in der offenen Tür und dreht sich noch einmal um. Ich gehe jetzt raus in die kalte Erwachsenenwelt. Ganz allein und ohne Pullover. Bis bald, mein Großer. Jetzt ist SpongeBob endlich draußen. Aber die Tür steht noch halb offen. Ich weiß nicht, wann ich wiederkomme. Ja, du hast viel um die Ohren. Also... Jetzt ist die Tür fast schon zu. Bis dann. Psst, er ist eingeschlafen. Oh, Wiedersehen. Endlich. Die Tür ist zu und SpongeBob ist weg. Ich will nicht erwachsen sein. Ich will Kekse und Milch nuckeln. Ihr habt es schon gehört. SpongeBob ist wieder da. Und wie? Ich will ein Pulli mit Liebe in jeder Masche. Ich will eine Windel und Babypuder. Ich will im Kinderwagen fahren. Ich will mit meinem Lieblingsplüschbären kuscheln. Ich will mit meinem Schaukelseepferdchen schaukeln. Ich will auch Kussi-Kussi auf mein Auerbubu. Aber so beruhige dich doch, SpongeBob. SpongeBob! SpongeBob! Aber eine Oma weiß, wie man mit weinenden Kindern umgeht. Schließlich kann sie SpongeBob beruhigen. Du musst doch gar kein Baby sein, damit dich deine alte Oma mal lieb hat. Wirklich nicht? Natürlich nicht. Ganz egal, wie erwachsen du geworden bist, du bleibst immer mein kleines Baby-Bubu. Und vergiss nicht, du kannst deine Oma küssen und trotzdem erwachsen sein. Sie hält ihm einen Keks und seine Koteletten hin, die er bei seinem Weinkrampf verloren hat. Nun nimm schon. SpongeBob klebt sich die Koteletten wieder an und isst den Keks. Danke, Oma. Bist du wohl so nett und erzählst das nicht den Jungs in der Krossen Krabbe? Wo werd ich denn? Doch die Jungs von der Krossen Krabbe stehen draußen vor dem Fenster und lachen sich ins Fäustchen. Und so bleibt SpongeBob in den Augen seiner Freunde der quadratische, gelbe, kleine Kindskopf, auf den wir uns jetzt schon freuen, wenn es weitergeht mit SpongeBob Schwammkopf. Es ist ein friedlicher Tag in Bikini Bottom. Nur SpongeBob rennt aufgeregt mit einem Paket die Straße entlang. Da stößt er gegen ein Hindernis. SpongeBob ist überrascht. Patrick hat genau das gleiche Paket in der Hand. Beide reißen ihr Paket auf und... Hey, du hast dasselbe Laubgebläse wie ich. Erwischt, du bist... Jetzt haben beide ein Laubgebläse auf den Rücken geschnallt und treiben damit allerlei dummes Zeug. Zum Beispiel leere Getränkedosen durch die Gegend blasen. Dann entdeckt Patrick, dass man das Gebläse auch auf Saugen umschalten kann. Er hält den Schlauch Richtung SpongeBobs Ananashaus und saugt es sauber. Jetzt blinkt es wie neu. Hey, du hast ja meine Fassade gereinigt. Ja, na klar. Wir haben heute noch gar nichts zu Thaddäus getan. Los, wir putzen sein Haus. Oh je, es kommt, wie es kommen muss. Erst saugen sie die markante Nase von Thaddäus Haus weg. Ich bin dran. Dann ein Fenster. An dem anderen Fenster erscheint jetzt der Hausbesitzer. Was ist denn da draußen los? Wir spielen mit unserem neuen Laubgebläse. Mit einem Laubgebläse spielen? Das ist wohl so ziemlich das Kindischste, das ich je gehört habe. Aber es macht Spaß. Spaß? Was bitteschön soll daran spaßig sein, mit einem überdimensionierten Haartrockner zu spielen? Na das! Patrick saugt jetzt auch noch das andere Fenster weg und Thaddäus kann gerade noch seinen Kopf zurückziehen. Er erscheint jetzt an der Eingangstür, der einzigen verbliebenen Öffnung in seinem Haus. Aua! Also gut, jetzt! Ups, die Tür ist auch weggesaugt.
An diesem Haus ist jetzt nichts mehr zu tun. Komm, wir putzen dein Haus. Oh ja! Sie laufen zu Patricks Stein. Dort gräbt sich gerade Thaddäus aus dem Boden, denn anders kommt er ja nicht mehr aus seinem Haus. Thaddäus ist nicht gerade guter Laune. Thaddäus, du kochst ja. Du siehst aus wie gekochtes Gemüse, nur schlauer. Setz mein Fenster wieder ein! Aber klar, machen wir gern, wir sind doch Freunde. Jetzt geht's dann gleich los. SpongeBob und Patrick stellen ihre Laubgebläse wieder auf Blasen und schießen Nase, Fenster und Türen gegen das Haus von Thaddäus. Das Haus hat das Bombardement nicht überstanden. Jetzt regnet es Trümmerstücke um unsere verdutzten Freunde. SpongeBob, das Maß ist endgültig voll. Es reicht, ich werde so weit von hier wegziehen, dass ich sogar damit angeben kann. Ich reiße mir lieber mein Rückgrat raus, gehe auf die nächste Kreuzung und mache Seilspringen damit, als weiterhin in dieser Gegend zu wohnen. Da landet der Fernseher von Thaddäus im Sand. Und siehe da, er läuft noch. Grüß Gott, ist das Maß bei Ihnen voll? Wollen Sie so weit wegziehen, dass Sie damit angeben können? Würden Sie lieber Ihr Rückgrat rausreißen und damit auf den nächsten Kirchplatz? Kreuzung! Okay, auf die nächste Kreuzung gehen und Seil springen, als weiterhin in Ihrer Gegend zu wohnen, dann ziehen Sie... Patrick hat mit der Fernbedienung den Fernseher abgeschaltet. Das ist eine doofe Sendung. Nein, nein! Thaddäus schaltet wieder ein. Tentakelparadies, wo das Glück nur einen Greifarm entfernt ist. Tja, das war die richtige Werbesendung zur richtigen Zeit. So etwas hat Thaddäus schon immer gesucht, um weit weg von SpongeBob und seinen Freunden zu sein. Er packt sein Köfferchen und macht sich auf den Weg zum Tentakelparadies. Dort steht er vor einem riesigen Tor und grüßt in die Sprechanlage. Hallo? Ja, kann ich Ihnen helfen? Ich bin hier wegen des Glücks. Ich würde gern hier einziehen. Sind Sie allein? Nein, ich meine ja, ich bin ganz alleine und suche Ruhe und Frieden. Sind Sie momentan oder waren Sie je ein Schwamm? Nein. Und auch kein... Nein, auch kein Seestern. Ich bin ein durchschnittlicher, normaler und friedliebender... Das riesige Tor öffnet sich. Ein traumhafter Ausblick für Thaddäus. Alle Häuser sehen aus wie sein altes und stehen in Reih und Glied. Alles ist friedlich und kein Schwamm oder Seestern weit und breit. Wirklich ein Paradies für jeden ordnungsliebenden Tintenfisch. Ach, das ist doch der Himmel auf Erden. Au! Vor lauter Staunen ist er mit einem Tintenfisch zusammengestoßen. Der reagiert nicht sehr zuvorkommend. Ich habe sogar im Altersheim schon aufmerksamere Leute gesehen. Ach, Sie suchen nach dem Weg zum Hirnlosenseminar. Nicht zu spät kommen. Ich habe sogar schon von der Käsestulle bessere Antworten gehört. Einen unschönen Tag noch. Der Tintenfisch geht weiter und Thaddäus ist begeistert. Hier ist es sogar noch besser, als ich es erwartet habe. Jetzt muss er erst mal sein Haus finden. Das geht nur mit der Hausnummer. Denn alle Häuser sehen ja gleich aus. 302, 303 und 304. Wunderbar. Und keine Ananas in Sicht. Er legt sich in sein Bett. Auf dem Kopfkissen, neben seinem Kopf, liegt seine Klarinette. Gute Nacht, Klarilein. Und morgen fangen wir ein ganz neues Leben an. Am nächsten Morgen kommt Thaddäus gut gelaunt aus seiner Tür. Ich glaube, heute fahre ich mit dem Fahrrad. Er holt sein Fahrrad und fährt beschwingt auf die Straße. Ich bin mein eigener Herr. Na, da ist er doch glatt auf ein anderes Fahrrad aufgefahren. Alles ist voller Fahrräder. Na, hier versteht man was vom guten Leben. Als erstes geht Thaddäus in den örtlichen Bioladen, um das Angebot zu begutachten. Aber Sie haben bestimmt kein... Wow, Sie haben es doch! Brot in der Dose! Zufrieden verlässt er den Bioladen. Diese Stadt ist toll! Also, ich wäre ja wirklich beeindruckt, wenn es hier auch eine Schule für Ausdruckstanz geben würde. Tatsächlich, es gibt sie. Eine Schule für sein Hobby, für das ihn die anderen immer verspottet hatten. Sofort geht er hinein und schließt sich einer Gruppe armwedelnder Ausdruckstänzer an. Ja, in der Gruppe macht's noch mehr Spaß. Entspannt läuft er danach durch die Straße. Diese Stadt ist schlicht perfekt. Da
Doch welch süße Töne klingen da in seinen Ohren? Ein Klarinettentrio! Das natürlich sofort zum Klarinettenquartett gemacht wird. Thaddäus spielt mit und ist im siebten Himmel. Ein neuer Tag bricht an im Tentakelparadies. Und Thaddäus fühlt sich pudelwohl, Tintenfischwohl. Ah, schon wieder ein toller Tag! Tja, heute fahren wohl alle Fahrrad. Es folgt der Besuch im Bioladen, die Entspannung beim Ausdruckstanz. Es wird immer besser und besser. Und das Klarinettenkonzert. Alle zusammen. Und so geht das jetzt jeden Tag. Fahrradfahren, Bioladen, Ausdruckstanz, Klarinettenkonzert. Doch schon nach ein paar Tagen sieht Thaddäus gar nicht mehr so glücklich aus. Woran mag das nur liegen? Ich weiß nicht. Irgendwie ist mir heute gar nicht nach Klarinette spielen zumute. Er setzt sich auf eine Parkbank und denkt über sein Leben nach. Ja, alles prima. Vielleicht sollten Sie die Stadt in Thaddäus-Paradies umbenennen. Oder eher in Zuviel-Paradies. Da plötzlich... Spongebob? Der vertraute Klang eines Laubgebläses. Es ist nur ein schlecht gelaunter Tintenfisch, denn auch im Tentakelparadies muss Laub geblasen werden. Doch jetzt wird erstmal Pause gemacht. Der Gärtner-Tintenfisch stellt sein Laubgebläse hin, hängt ein Schild mit der Aufschrift »Bin irgendwann zurück« dran und verschwindet. Thaddäus starrt das Gerät an und winkt erstmal ab. Irgendwie kann er nicht widerstehen und geht zu dem Laubgebläse hin. Er drückt den Anlasser. Er hat das Schild unauffällig weggeschubst und nimmt den Schlauch in die Hand. Hoppala! Das Laubgebläse war auf Saugen eingestellt und Thaddäus ist mit seiner Nase in den Schlauch geraten. Schnell schaltet er auf Blasen um und bekommt seine Nase wieder frei. Darüber lacht er auch noch. Es ist nicht zu fassen. Unser griesgrämiger Thaddäus benimmt sich plötzlich genauso kindisch wie SpongeBob. Er nimmt das Gerät, setzt sich wieder auf seine Bank und spielt damit. Augenlider aufblasen, Mund aufblasen, Hemd aufblasen, was man mit einem Laubgebläse halt so anstellt. Und er amüsiert sich prächtig. Und, ja, es ist wirklich Thaddäus. Ein Tintenfischpärchen wird durch den Lärm bei seinem Croquet-Spiel gestört. Könnten Sie mal leiser sein da drüben, Sie Laubsauger? Doch schwupps wird ihm das Spielgerät mitsamt Bällen und Toren weggesaugt. Wenn man hier mal ein kleines Späßchen macht, haut's euch wohl gleich aus den Ringelsöckchen. Ich kann nicht mehr. Hey, das ist nicht komisch. Genau. Ein weiterer Tintenfisch, der eine Klarinette trägt, mischt sich ein. Was soll denn der Radau? Das ist der da. Der spielt mit einem Laubgebläse. Wie bitte? Er spielt mit einem Laubgebläse. Das ist so ziemlich das Kindischste, das ich je gehört habe. Aber es macht Spaß. Was bitteschön soll daran spaßig sein, mit einem überdimensionierten Haartrockner zu spielen? Na das? Die Klarinette wird ebenfalls weggesaugt. Ah, geben Sie sie zurück, bitte. Na, das kann er haben. Thaddäus stellt das Gerät um und bläst dem Musikanten sein Instrument mitten ins Gesicht. Thaddäus ist jetzt nicht mehr zu halten. Er rennt herum und spielt jedem Tintenfisch, dem er begegnet, einen Streich mit dem Laubgebläse. Damit macht man sich allerdings nicht gerade viel Freunde im Tentakelparadies. Unterdessen tauchen Patrick und SpongeBob vor dem großen Tor der Wohnanlage auf, um ihren Freund zurückzuholen. Wir sind da, Patrick. Jetzt müssen wir nur noch Thaddäus überreden, nach Hause zu kommen. Hast du den Entschuldigungskuchen? Patrick zeigt ihm den Kuchen, auf dem Entschuldigung steht. Wir sind bereit. Yeah. SpongeBob drückt auf den Knopf der Sprechanlage. Ja, kann ich Ihnen helfen? Ich hätte gern die Nummer 1 mit Pommes und Cola. Aber du hast doch gerade 3 Portionen Austern heute gegessen. Ach, ich liebe Austern heute. Eine übel riechende Dunstwolke entweicht Patricks Mund und kriecht in die Sprechanlage.
In der Kommandozentrale sitzt der Pförtner Tintenfisch und beobachtet die beiden auf einem Monitor. Tut mir leid, aber ihresgleichen hat hier keinen Zutritt. Die beiden kommen hier nicht rein. Halten Sie den Schlagstock bereit. Die Dunstwolke dringt in die Kommandozentrale. Riecht nach Austernhäuten. Und setzt beide Pförtner außer Gefecht. Der eine fällt mit dem Kopf auf den Türöffner und das Tor schwingt auf. Ich glaube, wir müssen wohl da drin bestellen. Inzwischen wird der verrückt gewordene Thaddäus schon von einer wütenden Meute gejagt. Und rennt an SpongeBob und Patrick vorbei. Hey, der sah aus wie Thaddäus. Die sahen auch aus wie Thaddäus, nur als wütender Mob. Hoppla, jetzt ist Thaddäus in einer Sackgasse gelandet und sitzt in der Falle. Die Meute, ein zornbebender Wachmann vorneweg, stellt ihn. Rühren Sie sich nicht vom Fleck, Mr. Tentakel. Ich warne Sie, ich hab Gartengeräte. Er hält dem Wachmann den Schlauch vom Laubgebläse hin, doch der zeigt sich unbeeindruckt und gibt ihm einen Briefumschlag. Hier, lesen Sie das. Was ist das? Eine akkurat abgefasste und durchnummerierte Liste aller Beschwerden. Thaddäus liest die Liste. Belästigungen? Diese Stadt ist eine Belästigung. Es sollte ein Gesetz dagegen geben, dass so viele verklemmte Spießer an einem Ort wohnen. Diese Stadt sollte zerstört werden. Oder zumindest in einer anderen Farbe angestrichen. Der Wachmann weist ihn zurecht. Zu Ihrer Kenntnisnahme, es gibt auch kein Gesetz dafür, dass Sie hier wohnen müssen. Hey, Sie haben ja recht, ich verschwinde hier. Unterdessen suchen SpongeBob und Patrick in der wütenden Menge nach Thaddäus. Sind Sie Thaddäus? Nein. Hier sehen leider alle wie Thaddäus aus. Sind Sie Thaddäus? Nein. Patrick hat mal wieder nichts kapiert und fragt einen Hydranten. Bist du Thaddäus? Schon gut, lass dir Zeit. Von den ganzen Thaddäusen könnte jeder der echte Thaddäus sein. Thaddäus hat inzwischen eine zündende Idee. Er benutzt den Laubsauger als Raketentriebwerk, startet senkrecht aus der Menge und fliegt in hohem Bogen über die Köpfe von SpongeBob und Patrick aus dem Tentakelparadies hinaus. Zumindest eins wissen wir. Der ist es sicher nicht. Juhu! Doch diesmal irrt sich unser Schwamm. Aber das wird er schon bald merken. Spätestens beim nächsten Abenteuer, wenn es weitergeht mit SpongeBob Schwammkopf.